Oder. Ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Space Engineers und vor mir der liebe Minias. Hi Ente, grüß dich. Hi. Ja, wir stehen hier in unserer Vorhalle und die Lichter sind wieder weiß. Yes, sir. Wir kämpfen, ihr wisst das vielleicht nicht, vor jeder Aufnahme kämpfen wir großartig rum und machen hier mit dem Server und müssen die Welt wieder hochkopieren und der Server macht das nicht. Und jetzt haben wir uns für diese Folge überlegt, wir starten es einfach nochmal lokal, wie ganz früher. Und siehe da, es läuft. Es funktioniert so. Also, wir beschreien es nicht, aber ja. Und jedes Mal stoßen wir auf das Problem, wenn ihr da hinten mal die Kanten in der Flucht sieht, das flackert und flickert. Und man sieht hier, wenn man hier rausguckt, ein Einzelflacker. Wir verstehen nicht, warum das keinen bis jetzt stört. Also, diese Kantenklettung kannst du nicht anmachen, du kannst das Spiel auf extrem stellen. Hinten hier Richtung Ausgang, wenn ich da mal so hoch und runter gehe leicht. Seht ihr das an der Unterkante vom Tor? Oh Mann. Ich kann auch die Farbe nicht ändern. Wie, du kannst die Farbe nicht ändern? Ich schiebe den Regler komplett nach links und der geht dann, dauert ein paar Sekunden und dann geht der um 12 oder so. Und jetzt sind wir ja lokal, also man könnte jetzt sagen, der Server... Jetzt, was? Was passiert? Wir haben eben mehrfach die Farbe gewechselt hintereinander. Genau, und schon wieder nichts gedrückt. Und die Regler haben gerade alle drei mal ein bisschen gedacht, komm, wir machen mal Party. Also das Synchronisieren, kannst du die mal rot machen? Nee. Achso, geht ja nicht. Ja. Soll ich mal probieren? Yeah, I try. Wird wahrscheinlich genauso schlecht gehen wie bei mir. Passt jetzt? Orange, rot. Ist es vielleicht so, dass du nur ein Stückchen bewegen darfst und dann nicht... Wo bist du denn? Hangar, Arbeitsbereich, Hangar, Hangar, Tor, Licht. Jetzt hast du Magenta-Farben, richtig? Ja, irgendwie so. Jetzt sehe ich den oberen sich bewegen. Bewegst du den? Nein. Ja, ich bewege gerade auch gar keinen. Du bewegst gar keinen und unten sehe ich gar das Ding keinen. Mit Disco. Ja, das ist das, was ich bewege immer noch gar nichts. Jetzt ist es rot. Okay. Das ist genau das, was ich meine. Du machst nichts und die Dinger rasten aus. Ja, das ist so ähnlich diese Grund. Also wenn ich jetzt hier durch den Hangar laufe, mein Lieber, hier hinten da oben diese Lüftungsgitter sehe. Ja, die sind schon echt schick. Das ist schon schwierig. Naja. That's Space Engineers. Space Engineers war mal richtig cool, muss ich sagen. Es war mal eine Zeit lang grafisch richtig cool und es hat auch alles funktioniert. Ehrlich gesagt, ich kann nicht nachvollziehen, was hier mit diesem Spiel passiert ist. Nee, oder man hat es auch gar nicht so mitgekriegt. Auf einmal, weißt du, waren fix, da neue Sachen, das cool, und auf einmal, bumm, sieht scheiße aus, voll die Probleme, keine Ahnung. Oder die haben was, oder es liegt daran, dass wir eine uralte Welt haben. Das kann natürlich auch sein, was aber trotzdem dass noch nicht in der Sache was ist. Dass hier Schrott ist oder so, oder ich weiß ja auch nicht. Kann man nicht das Schiff jetzt rauskopieren, in eine neue Welt packen? Theoretisch geht das. Man kann doch, wie ging das denn mit den Blueprints nicht? Man kann doch irgendwie. Man kann doch einfach Steuerung C machen und dann kannst du in der neue Welt und dann machst du Steuerung V, weil das immer noch in der. Ernsthaft, ja. Das geht? Ja, das geht. Das hatten wir doch. Das kann ich dir sogar noch an einem Beispiel bringen. Wollen wir das probieren? Bevor. Als ich dir ganz am Anfang ein bisschen Space Engineers beigebracht und erklärt habe, ja. Hab ich doch mein Raumschiff aus meiner Singleplayer-Welt bei dir in deinen Server. Ah. Oder wollen wir das mal probieren? Kapiert. Ich meine, was haben wir hier? Wir haben den Tannenbaum von der Weihnachtsfolge und einfach nur als Test. Wir können es ja in Aufnahme machen. Was wir jetzt hier machen, ist ja egal. Das Spiel wird ja weiter aufgenommen, dank OBS. Das stimmt. Komm, jeder von uns guckt das Schiff an. Muss es einfach mit einem Steinchen in der Hand oder was, dass man es richtig markiert hat? Oh Gott. Okay, ich mache jetzt mal Steuerung C. Hab ich auch gemacht. Oh. Ja. Stillstand. Ja. Wenn es euch gefallen hat, dann... Oh, oh ja, jetzt hat das. Wieder. Oh, ich hab's Alter. In der Hand. Ich seh's. Ja, ja ich auch. Scheiße, die war dann. Okay. So, warte mal. Ich würde sagen, wir speichern mal lieber nicht, ne? Also wir gehen einfach nur mit. Wir gehen jetzt einfach mal raus. Ich starte ein neues Spiel. Genau, wir gehen jetzt einfach mal Hauptmenü. Und sagen mal nicht speichern. Nein, nicht speichern. So, ich sag jetzt einfach mal eine neue Welt. Eine benutzerdefinierte Welt. Was machen wir denn für einen Start? Wir sollten uns ja irgendeine Startplattform aussuchen.
Ich mache, oh, abgestürztes rotes Raumschiff. Das war ja unsere ursprüngliche Welt. Das war die ursprüngliche, ja. Hm, nehmen wir die oder nehmen wir, nee, wir nehmen die Plattform, oder? Einzige Überlebende. Ja. Ja, die ist schön. So, wir wollen überleben. Wir machen mit euch jetzt mal einfach ein kleines Experiment. Wir nehmen den Online-Modus. Das wäre schon schön, und zwar für Freunde. Maximum Spieler ist 4. Umgebungsfeindseligkeit, das ist sicher. Da geht es, glaube ich, hier um die Asteroiden. Asteroidenanzahl, extrem. Ach so, warte mal, hier gibt es ja... hier gibt es ja das Neue. Infinite High Density. Okay, wir machen einfach mal Infinite und viel. Komm. Autospeichern? Nö, das ist doof. Mods? Werden gar nicht alle Mods aufgeführt. Echt? Sind nicht alle Mods verfügbar? Hat uns das Spiel was zu sagen? Aber Titan Engine ist drin. Das ist ja das, was wir auf jeden Fall verwendet haben. Und wir haben diese Decorations verwendet, richtig? Mhm. Wieso sind denn nicht alle Mods aufgeführt? Ich packe jetzt einfach mal alle rein. Kann ich nicht hier... Aktiviere alle Mods. Okay. Erweitert. So, wir wollen überleben. Nein, wir wollen kreativ spielen. Schweißgeschwindigkeit. Schweißgeschwindigkeit und Abbaugeschwindigkeit. Ist ja Quatsch. Okay. Maximale Objekte 256. Die Welt ist unlimited. Genau. Die Abklingzeit. Keine Ahnung, was das soll. Automatische Heilung. Yo. Kopieren, einfügen. Yo. Spieler können speichern. Yo. Waffen sind aktiviert. Yo. Automatische Schrottentfernung. Starterchip entfernen. Mach mal rein. Zeige Spielernamen. Schubdüsenschaden. Mach mal an. Frachtschiffe machen wir aus. Aktiviere Beobachtermodus aus. Besitzerstatus zurücksetzen. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Lassen wir so. Permanenter Tod. Nö. Was sind Destructible Blocks? Wir lassen es an. Gut. Das ist auch, glaube ich, was Neues. Ich weiß aber nicht, was das ist. Das kann auch sein, ja. So, wir sagen mal neu. Lad. Ich meine, im Endeffekt haben wir ja jetzt unserer neuen Station, in dem neuen Raumschiff, ja mehr gebaut, als wir in der kleinen Station gebaut haben, wenn man so möchte. Ja, das stimmt. Was ich mich auch wundere, wir haben ja zu Anfang in dieser Station damals ein Tor gebaut. Weißt du noch, dieses Eingangstor, das hat ja einwandfrei funktioniert, wa? So, ich bin da. Das hat wirklich einwandfrei funktioniert. Er baut noch auf und baut willkürlich Asteroiden. Das sind ja kleine Klumpen hier in der Umgebung. So, dann sind wir mal gespannt, ob wir da noch unser Raumschiff reinkriegen. Ich warte auf dich, bis ich das mache. Ja. So, Jetpack an. Unsere kleine Starterplattform. Kleines Cockpit. Hier kann man normalerweise Raumschiffe konstruieren. Ich bin echt mal gespannt, ob das jetzt was ändert. Wir können es probieren. Ich meine, entweder ist die Größe des Raumschiffs das Problem. Das kann ich mir jetzt auch noch gut vorstellen. Sag mal, weißt du, was hier fehlt? Fällt mir gerade auf, unser hübscher Hintergrund fehlt. Stimmt. Die haben nämlich einen neuen Hintergrund reingebaut in dieses Spiel. Das seht ihr ja an diesen Sternen. Früher war das ja alles ziemlich schwarz und jetzt gibt es hier neue Sterne. Das ist, glaube ich, noch nicht so... Komm, wir machen erstmal die richtige Farbe. Das geht ja so nicht. Colorpicker, Quatsch. Wie war das? Eine T? Ja. Wie war meins? Die Sättigung war ganz hoch und das war ganz rot und die Value war hoch und Augenkrebs. So, wir sind draußen und ich mache V und guck mal, warte mal, möglichst weit weg von der Station. Ich weiß nicht, was hier gerade passiert. Ich gucke mal in die Richtung und sage Steuerung V. Das Spiel steht, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Seit 4 Sekunden keine Meldung vom Server. Ja. Er ist das Spiel abgeschmiert. Ja, da, so. Boah, das ruckelt jetzt aber gerade böse. Braucht das Spiel einen Moment, um dieses... Jetzt habe ich Escape gedrückt. Wie muss ich das denn einfügen? Warte mal. Moment. Links halt still. Dein V. Achso, Linksklick. Der wollte, dass ich das noch positioniere. So eine alte so Vater. Ist das. Und.
ich kann sie positionieren. Ah, sie sind in der Station drin. Es ist viel zu groß. Ich muss mal ganz kurz ein Stück wegfliegen. Bin gleich wieder zurück. Nur kein Stress, nur kein Stress. Ah, jetzt, ich dachte schon, ich sehe dich nicht mehr. Steuerung V. Kleine Space Engineers Experimente mit euch hier zusammen. Jetzt sehe ich dich nicht mehr. Ja, ich bin außer Sichtweite. Außer Reichweite. Ich kann es nicht positionieren, es ist rot. Out of reach. Warte, soll ich mal probieren einfach? Ja, warte. Warum ist denn rot? Kacka. So, jetzt ist bei Moment, mir mal wieder... Escape, ich hab Escape gedrückt. Bild eingefroren. Ich kann mich frei bewegen. Siehst du's? Und? Ja, ich weiß auch, warum kann man das nicht irgendwie... Was meinst du, warum man es nicht positionieren kann? Zu groß? Nee, ich schätze mal, wir müssen das irgendwie... Ich müsste das von mir wegschieben, weißt du, was ich meine? Okay, du meinst, du stehst drin? Ja, das ist mit Sicherheit. Ich weiß aber nicht, wie ich das wegschieben sollte. Der Witz ist, dass es bei mir nicht hängt, wenn ich was paste. Ich sehe dich auch gar nicht mehr. Du bist wahrscheinlich von mir entfernt, ne? Okay, ich kann es von mir wegschieben. Warte. Oder sind vielleicht hier Asteroiden? Eingefügtes Schiff enthält einige Blöcke, die nicht in dieser Welt verfügbar sind. Diese Blöcke werden nicht erstellt, was zu einer möglichen Spaltung des Schiffs führen kann. Jo, mach. Also mit, falls ihr euch fragt, wie ich das gerade gemacht habe, mit gedrückter Steuerungstaste und Mausrad scrollen, bewegt ihr euch selbst nicht und schiebt das Schiff von euch weg. Jetzt sehe ich dich. Hast du es schon eingefügt? Ich habe ja geklickt, zumindest, ja. Oh, jetzt hängt's, ja. Surfer empfängt Schiff. Zack. Diese. Ich höre was brummen. Und zwar ziemlich laut. Das Bild steht noch. Schiff ist da. Titan ja. Engine auch. Was. Was ist jetzt nicht drin? Also es wurden einige Modpacks nicht geladen, das habe ich gesehen. Also als ich das, als ich neue Welt gestartet habe, waren einige Modpacks nicht verfügbar. Okay, unser Cockpitraum, der ist für die Katz. Ja, der ist kaputt? Was ist kaputt? Die ganzen Konsolen sind schon mal nicht vorhanden. Okay. Also hier unten sieht es eigentlich gut aus. Die Hanging Lights sind da. Ich gehe jetzt mal in unseren neuen Fitnessbereich und weißt du was? Ups. Ah ja, okay. Die ganzen Betten sind nicht drin. Die Cryopods sind nicht drin. Duschen sind drin. Toiletten sind drin. Das sieht noch alles ganz gut aus. Meine Werkstatt ist komplett da. Nee, ja doch. Doch, die Werkstatt ist komplett da. Der Fitnessraum ist auch komplett da soweit. Die Spinte sind da. Die Lichter sind da. Ja. Okay. Fitnessraum ist komplett da. So, dann zum wichtigen Experiment, warum wir den Quatsch überhaupt gemacht haben. Sonst hätten wir die Welt nicht kopieren müssen. Warum jetzt die Mods fehlen, ist mir echt ein Rätsel. Ich konnte die nicht auswählen. Wichtigstes Experiment ist, können wir die Lichter ändern? Hangar-Torlicht. Ja. Guck's mir mal an. Ist es jetzt rot? Ja, ist rot. Ah. Haben wir eine andere Farbe? Ja, macht's gerade schon. Genau der gleiche Effekt, oder wie? Ja. Schwierig, ne? Ich schätze mal, es wird jetzt gleich komplett die Farben wieder umflippen. Also bis jetzt hat sich nichts getan. Ja, rot ändert sich immer noch, wird immer dunkler, ich weiß zwar nicht warum. Ja, das sehe ich auch. Ah, jetzt wird's wieder heller. Ja. Ah, lila, grün, gelb, Dings. Alter. Jetzt. Ja, läuft in Space Engineers. Oh, boing. Ja, es hat jetzt halt nicht geholfen. Nee, okay. Also wir haben die da kommt jemand rein. Ah, nee, da bist du da hinten. Okay.
Hä, du hast doch eben noch vor mir gestanden. Okay. Waren jetzt Asteroiden im Weg oder was war das Problem? Um das Schiff setzen zu können, meinst du? Hm. Nee, weil man selbst einfach drin stand sozusagen. Ja, ich probiere das jetzt auch nochmal für mich. Ja, muss einfach Steuerung gedrückt halten und dann scrollen. Ja, ich habe gerade mal Steuerung V gedrückt. Ja, ich weiß. Das steht dann nämlich dann immer oben 3 bis 4 Sekunden. Ah, okay, keine Verbindung weil ich das horste. Genau. Oh, raus. Weil der Horst gerade das Raumschiff steht in deinem drin. Hat. Ah, jetzt ist es grün. Jojo. Oh, ja, und du hast es auch gesetzt. Ja, nee, das habe ich kurz so. Ey, das sieht cool aus. Das ist ein geiles Bild gerade. Ich habe gerade mein Jetpack angemacht, bin gesprungen vom Raumschiff runter und hänge jetzt in der Luft. Eine Bein angewinkelt. Das nehme ich als Thumbnail. 16 Minuten, muss ich mir merken. Da kannst du einen Screenshot aus der Aufnahme rausmachen. Ich habe mal ausgeblendet und würde sagen... Jo. Das soll's für diese Folge gewesen sein. Keine richtige Space Engineers Folge, wie man so gewohnt ist. Aber einfach mal Experimente und euch mal zu zeigen, was hier so abgeht. Also, wir, ja, schwierig. Ja, das ist halt schwer für euch nachzuvollziehen. Aber es ist halt, im Moment ist es wirklich so, was heißt im Moment, das ist schon ewig lang so, dass jedes Mal brauchen wir mindestens eine halbe Stunde vor der Aufnahme, bis überhaupt alles ansatzweise läuft, dass wir es aufnehmen können, weil irgendwas ist nicht geladen, irgendwas funktioniert nicht, ohne dass wir irgendwas geändert hätten oder so. Wir gehen, während das hier läuft, während wir aufnehmen, beenden wir die Aufnahme, gehen raus und eine Woche später, wenn wir wieder aufnehmen wollen, gehst auf den Server, alter Spielstand drauf, dann beim Neuladen kriegst du nicht richtig drauf, musst 5-mal wieder die Map hochladen und so weiter und so fort und das ist halt echt richtig abfuckt. Also das ist jetzt der Grund eines Servers und ihr seht ja, dass es da auch Probleme gibt, wenn ich das hier bei mir lokal hoste. Das war ja mal alles gut vor langer Zeit in Space Engineers. Das war eine Zeit, wo die Grafik noch gestimmt hat, weil wenn ich jetzt hier die Raumschiffe zum Beispiel von Weitem sehe und das für Geflacker und das kriegt man auch nicht hin. Ich habe das schon über einen Grafikkartentreiber probiert, dass das einigermaßen hübsch aussieht. Das wird nichts. Space Engineers, was ist aus dir geworden? Es ist schwierig geworden. Es ist ja diese Exploration Mode dazu gekommen. Also die Geschichte, dass man, das könnten wir eigentlich mal, oder? Wollen wir das Ding mal kurz bewegen? Jeder in so ein Ding rein? Jeder in was? Jeder in sein Cockpit rein? Komm, wir beschleunigen mal. Das ist ja so, dass in dem Spiel der, achso, wir hatten mal standardmäßig, hatten wir ein Cockpit auf der 2. Spiegelung aus. Komm, wir starten mal die Dinger zum Abschluss der Folge. Ich setze mich jetzt oben auf das Cockpit drauf, ja? Damit du weißt, wo ich bin. Okay. Weißt Bescheid, wo ich gegenfliegen muss. Ich kann das Cockpit... Ah, jetzt geht's. Selbst unsere Cockpits sind... Achso, wir hatten ja hier gar keine richtigen, wir hatten ja hier auch andere. Ja, ja. Ich setze mich einfach im offenen Cockpit hier oben rauf und ich will ja auch gar nicht... Ist der rote Rahmen irgendwie rosa geworden? Das kam mir so vor. War der nicht mal rot? Das ist so magenta, ne? Das kommt mir auch gerade so vor, ja. So, ist... Ah ja. Hm? Ja, ne? Highspeed. Was ist denn jetzt los? Energieverbrauch ist nicht hoch? Was passiert? Nee. Energieverbrauch, 20%, ne? Warum beschleunigt der nicht? Der beschleunigt. Ja, aber ewig langsam, oder? So langsam war es doch nicht? Oder ist, haben wir nur kein Verhältnis? Guck mal zu mir rüber, ich bremse mal ab. Dann siehst du schon, dass du dich bewegst. Okay, aber sehr langsam. War das so träge? Naja, guck mal auf deine Geschwindigkeit. 36 Meter. Ja, und ich dürfte jetzt doch ständig weiter hochgehen. Okay, dann gib mal Gas. Mach ich gerade. Fang mich, ich bin eine Schnecke. Wieso? Ich bräuchte jetzt hier noch Geschütze. Ach. Wollte eigentlich zum Abschluss der Folge nicht reincrashen, aber... Ah, doch, seitlich geht. Oh. Und? Oh, oh, und? Oh. Oh. Wow. Einzelbildschaltung gerade.
Ach, ich hab dich schon erwischt. Ja, ja. Oh, getappt. Moment, ich muss doch sehen, was passiert. Nix. Keine Verbindung zum Server. Nein! Wir haben das Spiel getötet. Zu groß. Ihr Lieben, mit einem Schwarzbild verabscheuen wir uns hier aus dieser Folge. Ein kleines Space Engineer Experiment. Wir haben das Spiel kaputt gemacht. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder am Mittwoch zum Silvestertag. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.